genau will Lucien? Außergöttliche Macht? Schwer zu sagen. Diese Art der Macht ist ein Mittel und kein Zweck. Was hat er vor? Damals wollte er seine Familie zum Leben erwecken. Vielleicht will er das noch. Aber gebt einem Bettler eine Million Goldstücke. Wenn er satt ist, erkennt er, dass man nicht nur Brot kaufen kann. Wir können anfangen. Geh in die Mitte. Du bist das Element, das alles verbindet. Stärke, Können und Willenskraft. Zusammen beschwört ihr die mächtige Waffe, die Lucien besiegen wird. Hi Leute, willkommen zurück bei Fable 2. Das ist das Endgame langsam, glaube ich. Ja, gehen wir in die Mitte. So, und jetzt werden wir... Was genau machen? Verdammt! Das hat wehgetan. Richtig. Also, es war ja ganz schön, dieses hübsche Licht mit euch zu machen. Aber was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Was nach ihrem Eintritt ins Zentrum passiert ist, übersteigt selbst mein Wissen. Wartet, wo ist Theresa? Oh weia, das geht nicht gut. Nein. Die Macht, eine neue Welt zu erschaffen, verschwenden sie, um die alte zu retten. Ihr seid Lucien. Öffnet eure Augen, Lucien. Das alte Reich ist zerstört. Und bald liegt es unter dem neuen Reich begraben. Vor euch steht der neue König. Scharlatan, ihr werdet tief fallen. Die Abmachung gilt, Lord Lucien. König Lucien. Ach, Mann, Klappe, Riva! Ihr könnt diese Leute sogar umsonst haben. Stimmt. Und euch auch. Wo ist sie? Eure Wahrsage, Freundin. Was habt ihr mit ihr gemacht? Ich lauschte nur. Ich hätte damals rausgehen, eure Leiche suchen sollen. Ich war unachtsam. Das Blut durfte gedeihen. Und so wuchs eure Macht. Aber das ist das Ende. Die letzte Spur von Heldenblut wird auf diesem Gipfel vergossen. Nein. Jämmerliche Kreatur. Töricht und schwach. Das letzte Mal, als ich euch tötete, brach es mir das Herz. Ihr wart ja nur ein Kind. Aber das war ich auch. Heute wirst du nicht sterben, kleiner Spatz. Jetzt geht's zur Sache. Komm, wach auf, kleiner Spatz. Mutter und Vater sind weg. Hast die gerade verpasst. Steh auf. Es ist ein wunderschöner Tag. Los geht's! Die kommen so bald nicht wieder. Wir werden heute viel Spaß haben. Ich habe schon einiges geplant. Ich habe Flaschen versteckt, die du abschießen musst.
Die Hühner müssen eingefangen werden oder wir können Käfer jagen. Was du willst. Also, womit geht's los? Ja, womit geht's los? In diesem Feld gibt es viele Käfer. Willst du sie jagen? Ja, lass Käfer jagen, komm. Ich sehe keine mehr. Machen wir was anderes? Ich glaube, die Hühner sind ausgebüxt. Ja, wo? Wo sind hier Hühner? Mädel. Das ist so lange her, dass ich das gespielt habe. Ich kann mich an das hier gar nicht mehr erinnern. Wie an so vieles aus dem Spiel. Igitt, diese Hühner sind überall und picken einfach alles auf. Kannst du sie zurück in den Stall schaffen? Ich versuch's. Und wie? Treibt die Hühner zusammen, aber wie? Keine Ausdrucksmittel. Ich suche jetzt die anderen. Ich habe keine Ahnung, wie man die Hühner treiben soll. Sehr gut. Volltreffer. Wie kann ich die Hühner zusammentreiben? Verdammte Axt. Vielleicht schießen? Interessiert die gar nicht. Ach so, okay. Das ist schon mies. Wo rennst denn hin? Aber die Hühner sind ausgebüxt. Mein Gott, ich treffe das Kackvieh nie.
Ja, bleib stehen. Gibt's das? So, blödes Huhn, jetzt bleib hier. Das war ein toller Tag, aber ich bin müde. What's up? Gehen wir schlafen. Okay, wir gehen schlafen. Du bist so lästig. Es ist nichts, kleiner Spatz. Schlaf jetzt. Los, geh wieder ins Bett. Es gibt hier um diese Zeit nichts zu tun. Wo willst du hin? Bist du verrückt? Das ist zu gefährlich. Geh der Musik nach. Geh nicht raus. Mutter und Vater werden sauer. Sind hier in einem Kacktraum gefangen? Geh nicht! Nein! Krank. Ich spiel Ohr. Schloss Fairfax sieht schön aus so im Schnee. Wenn wir nur dort wohnen könnten. Das lässt sich vielleicht einrichten. Über Jahrhunderte bildete diese Akademie die talentiertesten Söhne und Töchter von Albion aus, die durch das Blut in ihren Adern vereint waren. Fühlst du die Macht, die dich durchströmt? Vater! Ich hätte ihn aufhalten können! Das war's! Der beste Hexenkessel seit Jahren! Eine tolle Vorstellung, an die man sich ewig erinnern wird. Zumindest so lange es Leute gibt, die sich daran erinnern können. Jeder hat eine Schwachstelle. Eure werde ich auch finden. Die Regeln sind bindend. Wir nehmen die Person mit dem Zeichen. Und ihr seht so jung und munter aus wie immer. Ihr seid schon betrieben. Euer Glück. Das letzte Mal, als ich euch tötete, brach es mir das Herz. Ihr wart ja nur ein Kind. Aber das war ich auch. Du hast die Prüfung bestanden. Dein Lohn ist die Chance, deinen Feind zu stellen. Und ein Mittel, ihn zu vernichten. Nimm die Uhr und geh zu ihm.
Eure Kraft imponiert mir. Ihr seid dem Tod erneut entwischt. Doch ihr seid nichts im Vergleich zur unermesslichen Macht des Todes, die bald mein ist. Und jetzt schlaft. Was ist das? Was macht ihr? Glaubt ihr, ein Schmuckstück rettet euch? Oder etwas anderes? Halt, überlegt doch mal, was ihr da tut. Ich werde das Chaos besiegen. Schluss mit dem Unsinn, Insekt. Das ist ein Befehl. Schlaf ein. Das einen Sieg? Ihr zögert nur. Ja. Endlich gibt er Ruhe. Lucien ist tot. Was geschieht jetzt? Jetzt? Heldin, es ist Zeit, dass du deinen Lohn erhältst. Du hast die Welt vor einem egoistischen Irren gerettet. Der Turm ist erwacht. Und er hat genug Kraft, einen Wunsch zu erfüllen. Deinen. Komm, nimm meine Hand. Schon gut, kleiner Spatz. Hab keine Angst. Dies ist das Herz des Turms. Hier standen schon vor Jahrtausenden die Archons des Alten Reichs. Jetzt bist du gefragt. Wünsch dir was. Aber bedenke, es hat Auswirkungen auf ganz Albion. Opfer. Du kannst alle wieder zum Leben erwecken, die beim Turmbau starben. Dein Lohn ist nichts für Egoisten. Es ist nur die Dankbarkeit von ganz Albion. Liebe. Deine Lieben. Sogar dein Hund werden wieder auferstehen. Doch damit die unzähligen armen Seelen, die beim Turmbau starben, endgültig verloren. Oder Reichtum. Mehr Gold, als du dir je erträumen könntest, zur freien Verfügung. Doch deine Lieben und die Gefangenen des Turms sind dann verloren und werden deinen Reichtum nicht bewundern können. Was soll es sein? Leute, was sagt denn ihr? Ich würde ja zu dem ersten tendieren. Reichtum brauche ich nicht, da habe ich genug. Und die Lieben, die gestorben sind, ja, das ist ja nichts gegen die, beim Bau des Turms gestorben sind. Ich glaube, ich nehme das Erste. Ihr könnt mir es ja in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Also gut. Alle, denen der Turm Verwandte und Freunde geraubt hat, haben sie zwar verwirrt, aber unversehrt zurückbekommen. Bald wird ganz Albion dir danken und ewig den Namen dieser großen, selbstlosen Heldin preisen. Und sie wissen, was du für sie aufgegeben hast. Wir haben alles gehört. Ja, ein Wunsch ist in der Welt und sie muss seine Folgen tragen. Als mein Vater starb, das war furchtbar. Ich mag kaum daran denken. Aber ihn selbst zu opfern? Nein. Dafür habt ihr große Kraft gebraucht. Mehr Kraft, als ich jemals haben werde. Ja. Aber jetzt zu was Wichtigem. Was ist mit mir? Was kriege ich? Das wäre nicht schlimm. Es liegt an euch. Ich kann euch überall hinschicken. Wie lautet euer Wunsch?
Ich möchte nach Hause, nach Samarkand. Oh, ich war noch nie in Samarkand. Heiße Nächte, exotische Substanzen und unverkrampfte Leute. So ist es gar nicht. Keine Angst, ich finde die richtigen Stellen. Aber kommt mir nicht in die Quere. Hammer? Nein, das war's. Ich weiß, warum wir damals in der Höhle angegriffen wurden. Ihr habt die hohlen Männer mit hereingebracht. Zwei Mönchen wäre das nie passiert, aber Krieger finden die Schlacht, immer. Ich möchte im Norden unter diesen Kriegermönchen lernen. Ich möchte der Gewalt weder ausweichen, noch sie verursachen. Lebt wohl, Heldin, und herzlichen Dank, dass ihr mir diesen Mist eingebrockt habt. Oh, was ich sagen sollte, ich muss ab und zu nach Albion zurück. Ich habe Verpflichtungen bei ein paar Freunden in Wraithmarsh. Ich war zunächst skeptisch, aber ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Kommt ihr allein in Albion zurecht? Ich muss für eine Weile von ihr weg und zur Abwechslung etwas nachdenken. Ich lasse nicht wirklich viel zurück. Doch, eines. Die beste Freundin, die ich je hatte. Sagen wir uns Lebewohl. Passt auf euch auf. Lebt wohl, Hammer. Und nun ist es Zeit für dich zu gehen. Die ganze Welt steht dir offen. Aber der Turm gehört mir. Hinfort. Wie hatten die uns jetzt rausgeschmissen? Hinfort. Okay, Leute, das war's. Fable 2, Story geschafft. Ein paar Nebenquests liegen lassen, aber im Großen und Ganzen immer noch ein sehr, sehr geiles Game. Ich lasse den Abspann durchlaufen und wir sehen uns dann bei Fable 3 oder hören uns dann bei Fable 3. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüssi.